Wir haben es geschafft, wir sind auf dem Weg in den Urlaub. Wir sind wieder da. Ja. Wir haben Zünschen abgegeben und jetzt fahren wir zum Flughafen. Bis jetzt sind wir gut in der Zeit, es schüttet wie aus Eimern. Ja, wobei, jetzt geht es tatsächlich gerade, aber vorhin hat es geschüttet. Nein, das ist doch ein schöner Grund, einfach mal 2 Wochen das Land zu verlassen, oder? Ja. Das hat einen Vogel im Kopf, sagt er. Ja, ein Vogel im Kopf. Wir laufen hier durch den ganzen Flughafen. Also, da sind wir auch noch nie gelaufen. Ja, wir laufen erst 2 Minuten entspannt. Das stimmt gar nicht. Wir laufen keine 2 Minuten, wir tun schon die Beine. Vielleicht 5 Minuten. Nichts gewohnt, die Frau. Ja. Ja. Guck mal da vorne, was da erst steht. Wir machen später GPS-Tracker, wie weit wir gelaufen sind. Ja. Ja, aber jetzt haben wir es fast geschafft. Jetzt haben wir Koffer abgegeben. Steht auch nichts von wegen Verspätung. Jetzt sind wir halt mal pünktlich. Ja, wenn wir auch pünktlich ankommen. Wir fliegen in genau einer Stunde los. Ilias hat was entdeckt. Voll witzig. Na, kann man den auch drehen? Cool. Wir sind nicht in Antalya, wir sind hart verwirrt. Tolga fragt, wo wir sind. Wir sind am Terminal 2, wir sind hier noch nie gelandet, an diesem Terminal. Wir sind schon runtergekommen. Wir haben gedacht, wo sind wir denn hier? Wie sieht es denn hier aus? Es sind schon ein paar hundert Meter, so 300 Meter. Der ist da vorne, ne? Ja, natürlich. Du kannst auch ein Taxi nehmen. Komm, wir laufen. Ja, wir laufen, aber geil, wir sind einfach komplett woanders gelandet. Krass. War noch nie hier. Tja. Ja, einmal eine andere, aber es ist warm. Einmal eine andere Fluggesellschaft, direkt irgendwo anders rausgekommen. Das war ein Schrott. Aber wir warten hier, weil wir schon mit dem Taxi hergefahren sind, an Terminal 1, wo wir sonst immer landen, und warten auf unser Mietauto, das aber an Terminal 2 steht. Herr Bulut, ja. Wieso steht es dort? Wieso hast du es nicht gesehen? Ha? Ich habe gesagt, er soll das Auto suchen gehen, stattdessen sucht er ein Taxi, das uns hierher fährt. Ich habe nach dem Auto geguckt und es war nicht da. Weil du auch weißt, was für ein Auto das ist. Und wie soll ich danach suchen, wenn ich es nicht weiß? Du sagst, ich soll danach gesucht werden. So bist der Schuldiger. So, wir haben es endlich geschafft. Hello, was darf es sein? So, fast eine Stunde später. 3 Viertelstunden später haben wir unser Auto. War doch alles voll entspannt. Ja, genau. Haben noch 3 Euro fürs Taxi bezahlt. Ich habe die Wirtschaft angekurbelt. Hast du mal was zu den Spritpreisen gesagt? Ja. Die waren auf 28 oder 30 Lira vor einem halben Jahr. Jetzt sind wir bei 41. Ja. Gönn dir. Ich tank nicht mehr. Wir fahren mit dem Fahrrad das nächste Mal. Okay. Wieder da. Steht alles noch. Keiner hat die Wäsche zusammengelegt. Unglaublich. Keiner. Hä? Keiner. Ich hätte noch die Spülmaschine ausräumen können hier. Hey. Sehr schön. Ach ja. Wir haben es geschafft. Der Ilias haben wir allerdings unterwegs verloren. Der ist wieder auf Katzenjagd. Die Alexa funktioniert hier auch schon. Hallo! Wir haben jetzt schnell alles hingeschmissen, teilweise ausgepackt. Und jetzt gehen wir. Ilias will, wie immer, Waffel. Waffel. Und wir haben schon wieder Probleme. Der Urlaub fängt wieder mit Problemen an. Ah ja, minimale Probleme. Wir haben kein Internet. Oh mein Gott. Wobei Tolga jetzt auf dem Handy zumindest Internet hat. Aber unser WLAN zu Hause geht nicht. Und ich habe auch noch kein Internet. Weil wir keine Rechnung bezahlt haben. Oh Gott, stimmt. Weil mein Online-Banking gesperrt wurde. Nein, das kriegt man nicht. Das sind große Probleme. Jetzt haben wir aber auch schon spät, Freitag so spät. Und jetzt
geht halt auch nichts mehr, ne? 19 Uhr. Jetzt essen wir erstmal was, gell? Jo. Ist der lecker Kumpi. Kumpidos. Kumpi. Weil sie so eintönig aus. Ja. Sieht so schön bunt aus. Ja. Jetzt hat sich wieder eine Waffel bestellt. Mit einmal allem. Nein, nicht allem. Ich habe schon im Pool getestet. Angenehm. Angenehm, sagt Elias. Angenehm. Angenehm. Leiter angenehm. Ja, ist die Kröte, so schön leer hier. So leer. Wenn keiner da ist. Na, Chef, alles klar? Ich gucke, ob hier alles in Ausgang ist. Guck mal. Die Leute, die so gucken, wer läuft denn da? Der Koffer war schon ausgepackt. Wir packen ihn wieder ein. Wir packen, um einen Urlaub zu machen. Genau. Und wir bleiben ja nur eine Nacht hier, denn morgen geht's nämlich ins Hotel, morgen früh. Morgen sind wir wieder Hoteltester. Genau, nehmen wir direkt das Frühstück mit. Ja. Muss sich ja lohnen, ne? Das muss sich lohnen. Deswegen haben wir jetzt ausgepackt, um wieder einzupacken. Jetzt haben wir alles komprimiert auf den kleinen Koffer. Genau. Machen wir das Ganze zu und dann geht's ins Rutschenparadies. Ja, und wie ihr rutscht nicht alles. Wie ihr rutscht nicht alles. Dann sagen wir mal gutes Nächtle, ne? Gute Nacht und bis morgen.